Herzlich willkommen bei Singtipps bei Emu. Ja, ich weiß, heute ist mal ein bisschen anderes Setting, weil heute sind wir bei mir zu Hause. Und heute, wie ihr euch das gewünscht habt, reagiere ich auf eure Gesangsaufnahmen, die ihr mir geschickt habt vor, ich glaube, 2 Wochen. Ich werde euch gleich sagen, wie das abläuft. Und zwar, ich habe hier auf meinem Rechner die Dateien, die ihr mir geschickt habt, schon runtergeladen. Ich werde mir die gleich einzeln anhören. Ich werde aber immer so, glaube ich, nach 30 Sekunden spätestens immer eine Pause machen müssen, weil ich immer nicht weiß, ob die Sachen, die ihr genommen habt, urheberrechtlich geschützt sind. Dementsprechend, ich möchte keinen Copyright-Strike bekommen, weil sonst wird der Channel geschlossen so, ne? Und genau, dann werde ich euch halt immer versuchen, so gut wie möglich Feedback zu geben. Ich werde euch sagen, was mir gut an eurer Stimme gefällt und woran ihr vielleicht eventuell noch arbeiten könntet. Und ihr könnt dann auch daran, denke ich, relativ gut nachvollziehen, wie ich die ganzen Beurteilungen und Analysen sozusagen vornehme. Das bedeutet, ich teile sozusagen immer die Leute in Anfänger, Fortgeschritten und Experten ein. Anfänger sind für mich Leute, die halt noch so typische Anfängerfehler machen. Sei es, dass sie noch nicht in der Tonlage bleiben können, dass sie noch so ein bisschen die Kraft fehlt, dass sie noch nicht richtig aus dem Bauch singen. Da fehlt sozusagen noch so ein bisschen, ich sag's mal, der Kern der Stimme. Fortgeschrittene Leute, die haben schon sozusagen ihre Stimmfarbe entwickelt, wissen auch, wie sie singen können, aber da sind es so manchmal so ein, zwei kleine, ich sag jetzt mal, ja, Fehler oder Baustellen, an denen man arbeiten könnte, um die Stimme auf das nächste Level zu bringen. Und dann gibt es die Experten. Das sind die Leute, die halt ihre Stimme meiner Meinung nach komplett perfekt im Griff haben und vielleicht auch sogar schon irgendwie Geld damit verdienen, keine Ahnung, auf Auftritten singen so. Und ja, alles, was ich euch sage, ist nicht endgültig. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufnahme höre, wo jemand noch ein Anfänger ist, das bedeutet nicht, dass die Person kein Experte werden kann, sondern im Gegenteil. Das sind sozusagen, wenn ich euch sage, daran und dies und das müsst ihr arbeiten, dann sind das sozusagen die Baustellen, die euch sozusagen, wenn ihr sie bearbeitet, auf das nächste Level bringen. Okay? Und yeah, deswegen würde ich sagen, lasst es doch mal direkt loslegen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wenn euch das gefallen sollte, lasst mich das bitte unbedingt wissen, weil dann kann ich sowas auch öfter gerne machen und dann kann ich auch gleichzeitig wieder mehr Aufnahmen sozusagen anhören, weil das ja in letzter Zeit ein bisschen viel geworden ist. Deswegen hören wir mal direkt rein. Okay, die erste Aufnahme ist von Emily. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying. Hier würde ich schon mal direkt sagen, ich finde, da ist eine kleine Stimme enthalten. Ich finde auch das ein bisschen cool, dass du eine Sonnenbrille auf hast. Ich weiß noch nicht, ob das Lied, so wie es jetzt gesungen wurde, ob das rhythmisch sozusagen ganz komplett richtig war. Es klang in meinen Ohren so, dass du da vielleicht so ein bisschen aus dem Takt gekommen bist. Aber wir hören mal weiter. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself is real. I don't know why. I do it every time it's only. Okay, jetzt bist du meiner Meinung nach ein bisschen besser wieder in den Rhythmus reingekommen. Ich würde aber sagen, wenn du eine Aufnahme singst, dann achte auch gerne darauf, dass du quasi lauter bist als das Instrumental, welches im Hintergrund läuft. Weil sonst hört man das nicht so gut und dann geht die Stimme so ein bisschen unter. Sometimes I just wanna cave and I don't wanna find. I try to solve me. I'm lonely. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. Okay, hier habe ich jetzt gehört, dass du aus der Tonlage quasi gestolpert bist. Ich kenne den Song nicht, aber es ist halt sehr wichtig, dass wenn man halt bestimmte Lieder singt, dass man die auch versucht dann, wie gesagt, auch in der Tonlage zu singen. Alternativ, was man immer machen kann, wenn man denkt, dass das irgendwie ein bisschen zu hoch ist, dass man die Tonlage ein bisschen anpasst. Also das bedeutet, dass man das einfach ein bisschen tiefer singt. Und was mir auch noch einfallen würde, ist eventuell trau dich auch noch ein bisschen mehr lauter zu singen, beziehungsweise so ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr aus dem Bauch. Weil, sonst geht man immer so ein bisschen im Song unter. Und gerade so bei, ich sag jetzt mal so bei emotionalen Songs, ist es wichtig, dass man da
ja, so eine gewisse Präsenz hat in der Stimme. Und das wäre etwas, wo du meiner Meinung nach dran arbeiten könntest. Ja, das wäre so meine erste grobe Einschätzung. Wie gesagt, ich muss die Videos immer so ein bisschen abkürzen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie das noch hier auf YouTube funktioniert. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, ich glaube, dass wenn du die Tonlage ein bisschen anpassen würdest und du halt noch so mit ein bisschen mehr Kraft singen würdest, beziehungsweise deine Stimme über dem Instrumental gewesen wäre, dass du schon so eher fortgeschritten, so du bist sozusagen an der Schwelle von Anfänger zu fortgeschritten in meinen Ohren sozusagen. Genau. Denk dran, meine Urteilungen sind keine endgültigen, ne? Das kann sich halt immer noch bessern und deswegen macht ihr das ja auch, um irgendwelche Tipps zu erhalten. Genau. Gut, dann gehen wir mal direkt zu der nächsten Aufnahme. So, die nächste Person ist Alex. Und bin ich mal gespannt, was der Alex drauf hat. Ich sehe jetzt schon hier eine Gitarre. Das heißt, du wirst wahrscheinlich selber Gitarre spielen. Let's go. So, nochmal. Hush, don't speak. When you split your banner, keep it shut. I hate it when you hiss and preach. But you know Messiah, cause your theories catch fire. Okay. Hier muss ich schon direkt sagen, ich mag diesen weichen Klang. Das ist so. Ja, yeah, es klingt soft und in meinen Ohren hört sich das so an. Ich weiß nicht, wie deine normale Sprechstimme ist, aber so wie du jetzt gesungen hast, hast du so in, man nennt das Mixed Voice gesungen. Weil es war nicht ganz tief, es war aber auch nicht ganz hoch, sondern es war irgendwie so mittig. Und alleine das zeigt mir schon, dass du wahrscheinlich deine Stimme schon gut unter Kontrolle hast und dass du auch so das Konzept von Mixed Voice verstehst, obwohl du vielleicht gar nicht weißt, was es ist. Aber ja, wir hören mal weiter. I can't find no silver lining. I don't mean to judge. But when you read your secrets tiring, enough is enough. Da habe ich gemerkt, aber das war auch nur, weil die Phrase wahrscheinlich so lang ist, dass sie vielleicht am Ende so ein bisschen in die Luft ausgegangen ist. Aber bei solchen langen Phrasen ist es halt immer so die Schwierigkeit, dass man sein Breath-Management quasi so lang halten kann, dass man die Phrasen so singt, dass sie von der Dynamik her sozusagen gleich klingen. Aber das wäre jetzt sozusagen etwas Fortgeschrittenes, was jetzt meiner Meinung nach nicht die Performance ultra heftig stören würde. Wir hören mal weiter. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak. Cause if my heart can't stop it, I find a way to block it. I go la 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 la. Okay. Mir gefällt das. Ich finde das gut. Du spielst nebenbei noch Gitarre, du sitzt. Das schränkt immer noch ein bisschen mehr so die Atemkontrolle ein. Aber ich würde echt sagen, du hast eine sehr schöne Stimme. So einen weichen Klang. Vom Stil her würde ich sogar sagen, singst du ein bisschen so wie ich. Also, weil ich auch eher so ein bisschen in das Softe reingehe. So. Und yeah, good job, man. Gefällt mir. Gefällt mir. Also ich würde dich auf jeden Fall als fortgeschritten einschätzen. Ich denke, da sind die anderen sich auch wahrscheinlich auch so sicher. Alle, die das jetzt mitgehört haben. Genau. Gehen wir zum nächsten Video. Okay. Die nächste Person ist Britney. Britney, kenne ich, man. Shout out, man. Ganz viel Liebe zu dir. Ich kenne die Aufnahme bereits, aber wir werden sie mal wir werden mal gucken, ob wir die so ein bisschen analytisch auseinandernehmen. Let's go. A song again, you miss me, now you know it's Okay. okay. I'm thinking of my love for you. Ich weiß, ein bisschen Swag, bisschen Swag. Gefällt mir jetzt auch schon, ist lustig. Stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Also was mir bis jetzt schon gefällt, erstens, der Song ist richtig schwierig. Zweitens, du singst es mal einfach so eben, nebenbei hältst du dein Handy. Ich hätte sogar fast am Anfang gesagt, am Anfang die ersten zwei Töne waren so nicht hundertprozentig auf tonal richtig, aber das hätte mich auch nicht so unbedingt an der Performance gestört, weil im Gesamtbild du das danach auf jeden Fall rausgeholt hast. Also dein Klang ist sehr, sehr nice. Ja, yeah, wir hören mal weiter.
Though I try to resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. Yeah, yeah. Was soll ich da sagen? Also, gerade bei dir finde ich das so heftig, weil, wie gesagt, du, ich sehe quasi so deinen Wandel und wie du diese High Note genailed hast. Du hattest sogar die Luft noch am Ende, dein Breath Management war da. Das Einzige, was mir halt nur noch aufgefallen ist, du hast, als du die hohe Note gesungen hast, bist du nach oben gegangen. Das ist etwas Typisches. Normalerweise würde ich Leuten raten, das nicht zu machen, weil das automatisch dann auch so, ich sag jetzt mal vom mentalen oder psychischen her, immer so bedeutet, oh shit, da ist eine hohe Note. Und dann verkrampft man. Aber bei dir hat sich das nicht verkrampft angehört. Und deswegen, wenn Leute schon so ein bisschen ihre Stimme im Griff haben, dann will ich da auch immer gar nicht mehr so viel sagen, weil, ja, wenn das quasi sozusagen dein, wenn du sozusagen deinen eigenen Stil damit gefunden hast, wenn das bei dir funktioniert, dann ist es okay. Ich habe jetzt keine Schwierigkeiten gehört. Das Einzige, was man natürlich irgendwie nochmal machen kann, ist, vielleicht stellst du nächstes Mal dein Handy hin und dann hast du vielleicht sogar noch mehr, ich sag jetzt mal, Kraft oder noch mehr Fokus, ja, diesen Song einfach nice zu singen. Aber so oder so hast du den gut gesungen. Deswegen, ja, du bist für mich auch auf jeden Fall fortgeschritten. Und Dankeschön, dass du es geschickt hast. That was nice, man, that was nice. So, ich habe noch drei weitere Stimmen, die ich bewerten würde. Aber ich habe gemerkt, dass das Video schon jetzt relativ lang geworden ist. Und deswegen ist es für mich wichtig zu wissen, gefällt euch diese Art von Content? Wenn ja, like bitte gerne das Video, weil dann kann ich sehen, ob das für euch gut ist oder nicht. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, wenn ich merke, dass euch das gefällt, dann kann ich gerne morgen sogar schon Teil 2 rauslassen. Ja, lasst mich das einfach wissen. Mich würde das sehr freuen, weil mir hat das echt Spaß gemacht. Und wenn ihr in dem nächsten Video dann sein wollt, dann schickt mir doch gerne eure Aufnahmen auf singtipps bei emo@hotmail.com, also per E-Mail. Und wenn ihr einfach so allgemein so ein kleines Feedback haben wollt, was ich über eure Stimmen denke, dann schickt sie mir doch gerne auf singtipps bei emo Instagram oder emolution Instagram. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, vielleicht bis später oder vielleicht bis morgen oder wer weiß. Peace out.